Ach so, verstehe. Hier kriegen wir nur bestimmte Pflanzen. Wieso fressen die die Kirsche auf, wenn die sowieso gleich explodiert? So. Das war auch mal nett, wenn mal ein anderer Modus kommt. Ach, die brauchen wir im Moment nicht. Das spare ich lieber erstmal. Oh, ja, machen wir es so. Geht doch. Hier kommt dann noch ein Schnapper hin. Und eine Kartoffelmine, die tun wir hier hin. Und ein Schnapper, den tun wir nochmal hier hin. So. Oh, der hätte ich eigentlich da setzen sollen. Naja. Ist jetzt nicht so schlimm. Okay, da haben wir noch eine Kirschbombe. Okay, eine Kartoffelmine, die setzen wir da. Vertilg doch mal. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Gib's doch einfach auf. Wir gewinnen sowieso. Neue Pflanzen. So. Auch die arme Nuss, die wird jetzt aufgefressen. Gut. Ja, verzirk mal den Sportler hier. Okay, der kommt dahin. Wollen wir den tun? Wo der nächste kommt. Schnell. Da, so. Noch eine Walnuss. Ja, also wir kriegen echt viele Walnüsse. Und darauf habe ich nichts platziert, fällt mir gerade auf. Ja, geht doch. Und noch ein bisschen. Okay. Ist ja toll. Ja, lass den Sportler dir mal schmecken, aber der ist sowieso schon tot. Gut. Und eine Kartoffelmine. Tun wir mal da hin, aber ich glaube, das bringt sowieso nichts. Upsi, das war ein bisschen schlecht. So, es geht mir langsam der Platz aus, ist auch gut. So, versetzen wir mal das Geschütz und machen ein neues. Rein. Neue Schutzwälle sind immer gut. Okay, jetzt wird es langsam mal ein bisschen gefährlich. Ist auch gut so, dann wird es mal ein bisschen spannend. Kartoffel, das ist gut. Yeah! So, jetzt kommt ein Großangriff. Bereithalten und los geht's. Oh gut, wir haben eine Kirschbombe. Setze ich gleich sofort da rein. Und Feuer. Und hier auch nochmal. So, was ist denn das hier Feines? Ein Blüh- und Stirbsamen. Und zwar ist das der Pustepilz.
schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Interessant. Ja, also, das ist jetzt wirklich mal interessant. Ah, wir haben jetzt Nacht. Guten Abend, Thoraxo. Diese Taube mies gehen einfach nicht auf, oder? Was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tragst, tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen von Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pustepilze. Pflanze davon so viele wie möglich, denn ist alles Paletti. So, das der ist mal ein Zeitung-Zombie. An wem erinnert der mich? Naja. So. Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Okay. So. Kartoffelmine brauchen wir jetzt nicht. Sind die gratis? Was macht der? Was macht der Grabstein? Interessant. Aber was macht der Grabstein? Pustepilze, machen wir mal hier hin. Weil die ja kurze Entfernungen haben. Was passiert, wenn er jetzt den Grabstein berührt? Kommt der neue raus oder was? Ach, gar nichts passiert, okay. So. Pilze sind also gratis, ja, weil die brauchen ja sowieso eigentlich keine, was auch immer. Keine Sonne. Pilze sind übrigens auch keine Pflanzen. Die haben eine eigene Klasse. Lebewesen, Pflanzen und das ist ein Pilz. Pilze haben und haben eine eigene Klasse, habe ich gehört. Ist doch mal interessant, das zu hören. So, da kommen noch ein paar hier hin. Ach, was würde ich ohne diese kleinen Pilzchen machen? Ja. Tja, sieht doch im Moment alles gut aus. Noch. Ah, da kommt der Zeitungszombie. Spare etwas Geld, um coole Sachen zu kaufen. Okay, machen wir. Machen wir. So. Du hast meine Zeitung zerrissen, ich töte dich. Na, gegen Super Mario Pilz kommst du nicht an, ne? Tja. So. Machen wir mal so. Sag mal, geben die irgendwie weniger Sonnenenergie? Tja, egal. Ja, gleich kommt schon die erste große Zombie-Welle und auch die letzte. Oh Gott. Sollten wir uns mal ein bisschen beeilen. Setzen wir uns mal schnell die Verteidigung auf hier. Oh oh, ist zu spät, jetzt kommen sie schon. Solange meine Pilze es aushalten. Pilze sind auch schnell und leicht gemacht. Ach so, jetzt kommen sie aus den Gräbern auch raus. Interessant. Ach, das schaffen wir schon. Du hast meine Zeitung zerstört. Das muss ich töten. Tja.
Ach, schon geschafft. Ein Super Mario Pilz hast du erhalten. Nee, ein Sonnenpilz. Gib dir zuerst kleine später. Normale Sonnen. Ach so, zuerst gibt die kleine Sonne und dann später große. Normale meine ich. Nun ja, ein Level machen wir noch und dann ist aber auch eine Pause gesagt. Hey, du hast hier schon für 290 gesammelt. Wenn du 750 zusammen hast, verkaufe ich dir etwas ganz Feines. Geldsuchtig. Wir sind hier, wir kämpfen hier ums Überleben und der will wieder Geld haben, ne? Sonnen, okay. Machen wir so. Das schaffen wir schon. Pflanzen wir los. Wir sollten gar nicht warten, bis wir richtig viele Sonnen kriegen. Deswegen sollten wir mal lieber schnell machen. Da oben kommt er. Okay. Kann man den ausgraben? Schade. So, dann kriegen wir mal ein paar schöne Sonnen. Ja, da unten ist dran. Tja, also... Nachts ist es sehr gefährlich anscheinend. Tja, die Verteidigung ist ja auch eigentlich gut bei mir im Moment. Würden sie nur mal die schwachen Stellen angreifen, dann hätten wir Probleme. Ja, jetzt kommt einer und zwar will er die schwache Stelle angreifen. Toll. Wer hat das vorgeschlagen? Lass doch bitte meinen kleinen Pilz in Ruhe. Er hat ihn gefressen. Seit wann sind Pilz... Seit wann sind Zombies Vegetarier? So, einfach mal so. Ah, sie wachsen. Okay. Ich glaube, die normalen sind hier noch besser als die, die kleine da gibt. Ja, nee, das sind normale wieder. Naja. So, du kleiner, was auch immer Zombie du für immer warst. Was für ein Biest du warst. Deine Zeitung ist weg. So, jetzt haben wir mal eine stärkere Verteidigung. Sollten wir mal hinmachen. Gleich kommt hier die ersten Angriffe.